Ich frage dich, 3 plus wie viel ist gleich 10? Drück doch mal auf die Pause-Taste und versuche das alleine herauszubekommen, welche Zahl plus 3 gleich 10 ist. Hast du eine Idee? Lass es uns jetzt zusammen rechnen. Hier drüben habe ich für uns bereits 1, 2, 3 von diesen rosa-violetten Kringeln gemalt. Und drumherum habe ich 10 Kästchen gezeichnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da 3 Kringel schon ein Kästchen besetzen, lass uns die freien Kästchen zählen, um herauszubekommen, wie viele Kringel uns bis 10 fehlen. Wir ergänzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war einfach. Jetzt sind alle Kästchen besetzt. Also, 3 plus wie viel ist gleich 10? Na, Logo, 3 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist gleich 10. 3 plus 7 ist gleich 10. Überraschung, ich habe noch eine für dich. Hier frage ich dich, 6 plus wie viel ist gleich 10? Versuche es erst einmal allein herauszubekommen und drücke auf Pause. Welche Zahl müssen wir zu 6 hinzufügen, um 10 zu erhalten? Was meinst du? Ich habe diesmal schon 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kringel gemalt. In meinen 10 Kästchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt wollen wir einfach herausbekommen, wie viele Kästchen wir noch mit Kringeln auffüllen müssen, damit wir 10 haben. Wir haben schon 6, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4. 4, um zu 10 zu gelangen. Jetzt schreiben wir das fix auf. 6 plus 4 ist gleich 10. Du könntest auch sagen, dass 4 plus 6 gleich 10 ist. Das Ergebnis bleibt das gleiche.